Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Forza Horizon 4, heute hier mit dem Bentley Continental GT in der GT3 Spec, sage ich mal. Das Ding ist umgebaut auf GT3, zumindest was die Optik angeht. Aha. Sieh mir einer an, da ist ein Bug, da geht die Motorhaube nicht auf. Soll der Kofferraum auch aufgehen? Ah, der geht auf. Aber ist durchsichtig. Ne, da ist er wieder sichtbar. Die Motorhaube geht trotzdem nicht auf, oder? Warte mal, setzen wir uns mal kurz hier rein. Übrigens, sieht man einer an, wir sitzen in einem britischen Auto und er ist richtig gelenkt. Ja, die Motorhaube an sich ist ja schon mal brutal, hier die Luftentlässe. Das ist echt... Ja, schöne Motorhaube. Naja, da ist auf jeden Fall noch ein Bug vorhanden. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal mit dem Continental GT, so wie er jetzt aktuell ist, auf die Straße. Und es dämmert schon so ein bisschen. Und das passt eigentlich perfekt, um hier ein Straßenrennen zu fahren. Und deswegen werden wir gleich mal mit diesem V8-Geböller... Ich glaube, dass da ein V8 drunter sitzt. Ich bin mir gerade gar nicht so richtig sicher. Rechts abbiegen. Aber das Ding hat ja Zeit-Vibes. Und das merkt man, es ist hinten nicht so laut wie auf der Seite. Und drinnen ist auch nochmal um einiges lauter als wie draußen. Okay. Zweite Ausfahrt, da haben wir es. Mensch, wenn das immer so leicht gehen würde. 1,6 Kilometer haben wir noch bis zum Ziel. Jetzt hoffen wir mal, dass das kein Rennen ist, wo viel Topspeed gefordert ist. Ja, da sieht er ein bisschen alt aus, der Bentley. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So. Dann würde ich sagen, treten wir mal hier im Solo an. Und versuchen hier mal unser Bestes. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Wichtig ist uns nur... Der Einfluss. Wir müssen es ja nicht unbedingt gewinnen. Wir müssen ja nur hier Einfluss sammeln. Die heutige Folge dient einfach dazu, dass wir hier in der Szene ein bisschen Einfluss sammeln. Und der Bentley Continental GT, finde ich, passt da relativ gut. Auf jeden Fall deutlich besser als wie die Formula Drift Karre da vorne. Kriegt man das Auto überhaupt so eingestellt, dass das nicht driftet? So, aktuell sind wir noch 9 da. Da spulen wir mal ein bisschen zurück. Jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, nutzen wir das Ganze auch. So verzögert er jetzt noch mehr als wir ohnehin schon. Also brüllen tut er enorm hier. Yep, das war ein Pfeiler. Haben wir schon mal P3 hier. Also man merkt definitiv, dass das Auto irgendwo Renngene hat. Also das kann es zumindest nicht verschleiern hier. Ich glaube auch, dass das Kit hier auch aerodynamisch was bringt. In Horizon 3 war es ja noch mehr oder weniger so ein Fun-Gag. Aber hier glaube ich, bringt es definitiv etwas. Es ist halt immer noch ein Dickschiff. Das merkt man auch hier noch beim Fahren, also...
Hoppala, ich wollte dich eigentlich nicht hier in die Mauer schieben. Und ich wollte auch mich hier nicht gegen den Laternenpfosten schmeißen. Puh, aber ein Auto nach dir werfen, das wollte ich. Also sind wir immerhin Zweiter hier. Ja, die Uhr hier im Bentley stimmt aber auch nicht zu 100%, weil es ist nicht halb vier, sondern es ist genau 5. 5 nach 5, 7 nach 5, wenn wir genau sind. Und um 6 beginnt der Team-Adventure, also Team-Abenteuer-Livestream. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Ja, gegen so ein Auto darf man mal verlieren, würde ich sagen. 13.700 Credits circa dazu gewonnen. Auch ordentlich Einfluss gewonnen. 3.700. Wie gesagt, Level 20 soll man werden. Geil, wir kriegen heute sicher noch einen Super-Mir-Spin. Da freue ich mich drauf. So. Jetzt aber erstmal hier wieder ein Nachtrennen suchen. Ui. Da haben wir doch ein schönes. Fahren wir das mal. Bei nächster Gelegenheit wenden. Mensch, bin ich eingekesselt. Das ist mal ein scheiß Park. Gut, dann fahren wir halt hier die Kurve aus. Aber er geht echt verdammt gut um die Ecken. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. So, und jetzt geht's hier geradeaus durch. Noch 1,5 Kilometer in Richtung Ziel. Und da werden wir das nächste Nachtrennen fahren. Aber wir werden heute auch, glaube ich, nochmal den 911 GT3 RS sehen. Ich will nämlich nochmal das große Finalrennen hier in der Straßenrennszene ja nochmal fahren, aber mit dem Porsche. Mal schauen, wie der sich so bei Nässe und Nacht verhält. Wie gut, dass er damit zurechtkommt, da bin ich echt neugierig drauf und ja, aber wir können mit denen das auch einmal fahren. Wir haben ja Zeit, wir haben ja noch Zeit. Wir können einfach jetzt nach dem hier zweimal das andere fahren. Wobei hier ist immer noch das Original Forza Tuning drauf, da habe ich nichts geändert. Das ist original so. Also Beschleunigung ist schon mal super, da fahren wieder zwei, drei Driftkarren mit. Gut, die haben natürlich Schmackes hier. Und tschüss, was war denn das für eine Herausforderung? Ah, und tschüss, überhole während eines Rennens aus nächster Nähe, um drei ultimative Überholfähigkeiten auszuführen. Ja gut, haben wir gemacht, haben wir wieder 570 Punkte hier. Schauen wir den 570 Punkten. Ja gut, können wir jetzt nicht reinschauen hier. So ein Drift-Kollege fährt hier auf Rang 3. Das Gute ist, die fahren jetzt vor mir schon den Zaun kaputt. Also man merkt schon, dass das Ding deutlich mehr Kurvenspeed hat als der Rest hier. Ja, Dave müssen wir halt wieder mal im Lambo schlagen. Aber ich krieg dich schon noch, Dave. Ich krieg dich. Jetzt sind das 50% des Rennens vorbei. Das ist mitunter einer der geilsten Nachtstrecken. Ja, was heißt Nacht? Wir sind hier in der Dämmerung.
Also Downforce hat er, der Kollege. Und dennoch durch einen Allradantrieb eine gute Beschleunigung. Topspeed hat er so ein bisschen seine Probleme. Aber wen wundert's bei den Spoilern? Da schafft er echt ja auch keine 300. Schon langsam wird's Zeit hier. Mal langgezogene Kurve, da muss man mal kurz rupfen hier. Ah, das reicht nicht mehr für Dave. Das reicht nicht mehr. Das wird der Sieg somit. Katsching! Hot Car Shots abgeschlossen. Hot Car Shots, erster Platz. Hot Car Shots Champion. Ah, okay, man muss es nicht zu weit treiben, aber nee, ihr wisst, was ich meine. 10 Sekunden auf den drittplatzierten Vorsprung. Aber hier ein GMP-Dreifachsieg. Bam, Leute, so gefällt mir das. Stufe 141, sorry, 141. Bin gespannt, ob man auf Stufe 150 Gold wird. Künstlicher Kapuzenpulli, ja gut. 130.000 Credits wären zwar schöner gewesen, aber ja, das Thema haben wir ja schon öfter gehabt. So, wir brauchen wieder ein Straßenrennen und da unten sieht schon eins ziemlich lecker aus. Ah ne, warte mal, wir haben ja gesagt, wir fahren gewisses. Dann schauen wir mal, wie der Marathon sich so auf unseren Wagen hier verhält. Ob wir damit zurechtkommen oder nicht. Das passt genau, können wir glaube ich zweimal fahren, das dürfte sich ausgehen. Ich finde auch hier geil, dass hier hinten die Luftanlässe im Kofferraumdeckel sind. So, das Ganze im Solo. Dann schauen wir mal, wie sich der Continental GT Horizon Edition so schlägt hier. So. Danach kommt eben der Porsche dran. Und da sehen wir ungefähr das Verhältnis zu den beiden. Wobei man sagen muss, der Porsche hat ja mehr Leistung. Es ist trocken. Das Ding kann keine Kurven fahren, aber muss mich hier überholen. Ja, typisch Hegi halt. Wie gesagt, es fehlt halt so ein bisschen an Topspeed, dafür ist halt der Kurvenspeed geil. Wenn ich hier nicht durch die Walachei heizen würde, könnte man auch den Kurvenspeed dementsprechend sehen. Und das werden wir schon noch sehen, Leute, keine Sorgen, wir werden hier nicht Zehnter werden, das glaube ich fast nicht. Hat auch hier jemand die KI rausgeschossen. So, jetzt wird's spannend hier. Es geht alles Vollgas. Hier rum auch, überhaupt keine Probleme. Gut abgestimmt, der Kollege hier. Es gibt echt Forza-Tunings. Das hat der Ray auch schon angesprochen, die sind kürzer. Hier muss man natürlich anbremsen. Aber das hier finde ich echt geil, das macht Laune zum Fahren. Ah, Mensch, in die falsche Richtung geschossen, das Auto.
Sonst kommt meine eigentliche Stärke hier. Und zwar der kurvige Teil. Mit hier die Kurve wird wohl hoffentlich keiner von denen Probleme haben, außer die Formula Drift. Na, dafür werde ich jetzt hier runter wieder meine Probleme haben. Das sind alles keine schwierigen Kurven zu fahren. Da braucht man nicht allzu viel Downforce. Da kann man auch leicht mal wieder rankommen. Sieht eigentlich derweil relativ gut aus für ein Bentley. Warum muss man ihn lassen? Kann er echt gut hier den Streckenabschnitt, sage ich mal. Und da schießt erst der zweite durch. Das war zu viel des Guten. Da müssen auch wir mal anbremsen. Zwar nicht viel, aber wir müssen. Ich liebe einfach hier die Straßenrennen. Im Sommer sieht das so schön belebt aus. Bis da die ersten Kollegen kommen, das dauert noch ein bisschen. Wobei jetzt wird es wahrscheinlich schnell gehen. Geht hier nämlich ziemlich gut geradeaus. Und da hinten ist eine ganze Meute. Die nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache. Aber aktuell sieht es noch gut aus. Das war jetzt ein böser Fehler. Der hat mich viel gekostet. Ich muss dafür der Rest passen. Aber es ist kein großer Vorsprung mehr. Die sind rangekommen und das sind nicht nur einer, sondern drei Stück. Wir müssen jetzt natürlich hier durch die Kurven was rausfahren. Da hilft halt alles nichts. Zum Schluss ist wieder ziemlich viel Topspeed. Ja, das ist nicht gut. Hätte ich da zurückspulen gehabt, hätte ich es beim ersten Mal auch schon auf Anhieb geschafft. So, aber mit 2,30 hier raus habe ich auch mit dem Centenario, glaube ich, nicht geschafft. Ja, das wird jetzt ein klarer Sieg. Wir schaffen hier keine 200 Topspeed, aber der Kurvenspeed ist halt bei dem Auto so brachial.
Ist auf jeden Fall geil zu fahren. Das Auto werden wir definitiv nochmal sehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir insgesamt auf dem Hans, auf dem AMG GTR hier Vorsprung haben. 7 Sekunden, Leute. Ja. Das sind zwischen ersten und letzten 14 Sekunden Unterschied. Das ist nicht wenig. Credits Belohnung ist auch ordentlich hier. 65.000. Da haben wir wieder die Millionenmarke geknackt. 14.900 Einfluss. Das ist der Grund, warum ich dieses Rennen hier so gern fahre. Super Wheelspin. Was kommt jetzt raus? Ich bin gespannt. 1-Horn-T-Shirt. Alter, geil. Schottenmusterrock. Und ein Pontiac GTO von 69. Schicker Style. Schicker Style. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt hier nochmal. Und zwar solo. Darf ich jetzt hier nicht vorher noch auswählen, mit welchem Auto ich fahren will. Ja, da müssen wir jetzt gleich nochmal rausgehen hier. Weil mit den Kollegen will ich hier nicht fahren. So, dann gehen wir jetzt hier mal auf Autos, meine Autos. Und dann hier auf dem gelben 911. Ist zwar vom Tuning her dasselbe, aber designmäßig ist halt ein bisschen was anderes. Ist halt selbst erstellt. Ist übrigens auch downloadbar, falls jemandem gefällt. Ich persönlich finde es halt relativ nice. Schlicht, aber trotzdem schön. Und hat schon den GM Performance Schriftzug drauf. Der Wagen ist aber noch nicht ganz fertig. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. So, dann gehen wir in den Solo-Bereich rein und dann versuchen wir mal unser Bestes hier mit dem neuen Porsche 911 GT3 RS Modellreihe 991.2. Straßenrennen der Marathon. Okay, dann, wir haben schon wieder lauter solche Force Editions als Gegner. Kurvenspeed haben wir deutlich die bessere als wie die da vorne. Was für mich auch das Entscheidendere ist. Wir machen hier ein bisschen zur Seite gedrückt, ansonsten kommt man da halt auch wirklich nicht durch. Wir schaffen auch noch über 300. Mad Mike, du musst ein bisschen weiter nach vorne. Boah, das ist hier aber ein brutaler Speed, den der Porsche hier auf die Beine stellt. Macht aber auch verdammt viel Laune zum Fahren hier. Hört sich auch geil an. Farbtechnisch auch eigentlich eine geile Wahl. Das wäre, glaube ich, Vollgas gegangen hier fast die Kurve. Nein, das lassen wir mal besser gut sein. Jetzt sind wir noch auf der Straße hier. Nochmal schön hier abdecken.
Hat er mich touchiert hinten am Arsch. Aber alles halb so wild. Wir beschleunigen weiter durch. Also sind sogar beim Rausbeschleunigen hier besser. Wir können hier doch ein bisschen mehr Schwung generieren, aber dann oben raus dreht er der Zonder. Es ist halt eine Rennmaschine, der Zonder R, das darf man halt auch nicht vergessen. GT3 S ist zwar auch die Straßenhomologation der GT3-Variante, sage ich einfach mal. Also es ist schon die rennstreckentauglichste Variante von Porsche. Aber es ist halt hier dann doch nochmal eine andere Stufe, was halt der Zonder R ist, weil den hier darfst du auf der Straße fahren, den Zonder R nicht. Den Kollegen kannst du so schnell bewegen hier. So, da repetieren wir mal durch hier und wir haben schon einen ordentlichen Vorsprung. Also sie kommen aktuell nicht mehr ran hier. Der Vorteil, was wir hier nochmal haben, wir laufen nochmal ein bisschen schneller als der Bentley. Wir sind einfach um so viel sicherer unterwegs als wir mit dem Senna. Das ist einfach brutal, was das Ding hier an Performance abliefert. Halleluja. Also ich verstehe es, warum das Ray sein Lieblingsauto ist. Eskalation pur hier, was die zwei Autos, die wir heute bewegt haben, hier abliefern. Schaut, trotz so einem groben Schnitzers hier immer noch so einen großen Performance-Vorsprung. Die Vorderachse hat einfach so brutal viel Grip hier. Wie der den Wagen um die Kurve zwingt, das ist sagenhaft. Wir haben ja schon wieder die KI deklassiert. Sieht das nicht geil aus? Hui! Was haben wir jetzt? Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Ja, 6 Sekunden fast. Und auf dem letzten sind es knappe 9 Sekunden. Also puh, auf jeden Fall gut hier. Freshki hat es auch aufs Podium geschafft. Auf 1, 3, 4 und 5 hier die GMP-Gruppe. Richtig geil. Setzen wir gleich mal fort hier. Hot Carshot Sieger, sowas liest man doch gerne.
Ja, da wird der Daumen nach oben gezeigt. Wir haben 65.000 Credits bekommen. Und hier wieder 14.231 Einfluss. Stufenaufstieg, Stufe 143. Der 512 Testarossa, der wäre jetzt geil. Scirocco, finde ich aber auch nicht schlecht. Haben wir noch nicht, finde ich super. Gut, ich würde sagen, das war es jetzt aber für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.